und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Tekken Tricks auf der Nintendo Switch. Ich bin von der, ja, es weiß, okay. Ihr seid doch auf meiner Kanalseite oder ihr habt mich hier angeklickt und da steht ja auch mein Name. Ich werde mich jetzt nicht mehr vorstellen. Und ja gut, willkommen zurück. Wir machen direkt weiter, allerdings mit Routena weiterhin. Weil es dann mit Routena doch ein bisschen besser läuft als mit dem Poleon. Und da Tobias Balzer noch nicht geantwortet hat, gut, so schnell kann er auch noch nicht antworten, werde ich mit Routena jetzt erstmal weiterkämpfen. Um, also in der Hoffnung, vielleicht noch ein paar Punkte einzusammeln, dass wenn ich dann andere Pokémon-Spiele ruhig ein paar Mal verlieren kann, aber nicht direkt wieder in die Abstiegsrunde komme. Aber scheinbar finden wir ihn auch nicht wirklich Spieler. Mal gucken, ob ich zum Angreifen komme bei dem Kommkampf. Tatsächlich. Schon oft kam ich nicht mehr zum Angreifen beim Kommkampf hier, weil immer direkt dann irgendwie der nächste Gegner gefunden wurde. Da haben wir einen. Wen haben wir da? Brand aus den Vereinigten Staaten. 701 Siege und Durengard. Gruppe C2. Schauen wir mal. Vorhin haben wir Durengard eigentlich ganz gut auseinandergenommen. Mal schauen, ob wir das bei dem auch nochmal kriegen. Oder bei der. Ja, Routena hat sich rausgeputzt. Los geht's. Okay, das war zu nah mit nichts machen. Huiuiui, den sieht man ja kaum. Aber es hängt auch so beschissen. Nein! So Mist! Das war aber klar! Zu schaffen wird es eigentlich sein. War der Satz richtig? Ah, ist so ein Cheat. Wow. Ha! Jawohl, 1-1. Ja, sagt's denn. Vielleicht kenne ich auch nicht die besten Tricks mit der Routena, aber trotzdem klappt es ganz gut. Okay, das war nichts. Nee, so wird das nichts. Müssen wir vielleicht doch auf Fernkampf bauen.
mal, was ist denn jetzt los, ey? Nein! Ich hätte auch meine mitnehmen müssen. Scheiße. Schade, machbar wäre es gewesen, aber leider habe ich es versemmelt. Na gut, okay. War aber ein guter Kampf. Was? Prime oder so, ne? Na gut, vielleicht sieht man sich ja wieder. Gehst du mal schon mal direkt in den nächsten Kampf? Damit es auch direkt weitergeht. Suche Leute. Und wir haben diesmal auch sogar schon mal einen gefunden, ohne einen Kong-Kampf. Der Nadel aus den Vereinigten Staaten. Oh, jetzt sind die ganzen Amis wach. Siege 322 und Gewalt. Gewalt ist so eine Sache. Gruppe B5, da habe ich da eine Chance auf. Aber vielleicht kennen wir den sogar schon, oder? Aber es gibt eigentlich so viele, die auch Gewalt spielen und gut sind. Wahrscheinlich kenne ich ihn doch noch nicht. Ich wollte eigentlich hochhüpfen, was soll der Mist? Ah! Boah, da hatte ich ja nicht wirklich eine Chance. Oh, der hat mit seiner Laubklinge so eine gute Reichweite. Nein! Voll reingelaufen. Oder auch nicht. Jawohl, 1-1. Wie cool ist das denn? Vielleicht kriege ich es ja doch noch gebacken. Ach komm, ich mach drück Hondai. Ich drücke die ganze Zeit Schutz, aber ich komme nicht zum Schützen. Voll reingelaufen, ey. So ein Mist. Uiuiui, an den kam ich nicht wirklich ran. Die eine Runde ging ja doch echt gut. Da habe ich nochmal Glück gehabt, 1-1, aber die erste und jetzt die letzte Runde. Hätte auch oft dasselbe gemacht. Klar, tödlich. Aber an seine Laubklinge oder so, was er die gemacht hatte, ständig, da kam ich auch nicht mehr ran. Ich hätte mehr auf Fernkampf bauen sollen, vielleicht. Wenn er dann nicht immer so nah gekommen wäre. Also,
egal was man macht, das war verkehrt eben gerade. Aber gut, wir nehmen den nächsten Gegner und versuchen dort zumindest noch einmal zu gewinnen. Ein Kampf geht auf jeden Fall noch. Wir sind noch bei 10 Minuten. It's a crazy 1469 Siege aus England. Das wird böse enden, glaube ich. Gruppe A4, jawohl. Ach, da hinten ist sogar ein Galopper gewesen im Stall. Dass der Stall da nicht in Flammen aufgeht. Bei dem Flammhaar. Okay. Dann wollen wir mal verlieren. Hallo, Gruppe A4? Hey, ich bin schon fast tot. Ich würde mich schon freuen, wenn ich einfach nur ein 1-1 hinkriegen würde. Also in der Hinsicht ein 2-1. Habe ich den nicht getroffen in der Luft? Der ging schon reflexhalber zurück. Das war echt gut von ihm. Du meine Güte. Null Chancen. Oh, während das in der letzten Aufnahme alles so gut lief mit Rutena, geht es hier ganz gnadenlos bergab. Ich meine, ich kann nichts dagegen sagen. Also, es sind gute Kämpfer. Da habe ich nicht wirklich eine Chance. Okay, wir sind bei 12,5 Minuten. Wenn ich hier fertig bin, mit bei 13 Minuten, das heißt, das war es hier erstmal. Leider haben wir wieder einige Niederlagen, das heißt, ich werde jetzt mal wieder das Pokémon wechseln bei der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Mal gucken, vielleicht versuche ich es wieder mit Knackrack. Außer Tobias Platz hat bis dahin mal was geantwortet, dann spiele ich mit dem Poleon wieder weiter, falls er das weiter noch erwünscht. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder, beziehungsweise beim anderen Let's Play. Ich würde mich natürlich auf Abos freuen und Daumen nach oben und sage damit auf Wiedersehen. Tschüss!